Herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ich werde hier gerade verfolgt, deswegen muss ich jetzt laufen. Ich werde hier diesen bösen Leuten verfolgt, weil es gerade Nacht ist. Im letzten Part haben wir den ersten Dungeon abgeschlossen. Hä? Wer bist du? Sei willkommen. Bist du bereit, Chris? Es scheint, dass nun die Zeit gekommen ist, da dein Abenteuer beginnen soll. Das, was hinter dir liegt, war ein Spaziergang im Vergleich zu dem, was dich erwartet. Doch sei tapfer und verliere nie den Mut. Folgst du diesem Weg, so gelangst du zum Schloss von Hyrule. Dort sei es dir bestimmt, die Prinzessin zu treffen. Weichst du ab von deinem Pfad und wandelst auf unbekannten Wegen, so nutze deine Karte. Die Orte, die du bereits erforscht hast, mögen wie von Geisterhand in deine Karte gezeichnet werden. Drücke Start, um ins Menü zu gelangen, und Z oder R, um den Kartenbildschirm einsehen zu können. Auf dem Kartenbildschirm findest du außerdem einen Hinweis, welchen Ort du als nächsten aufsuchen solltest. Hast du alles verstanden? Ja. So sei es, setz deinen Weg nun fort. Wir sehen uns wieder. Okay, tschüssi. Ja, und jetzt sind wir bei der Hylianischen Steppe und es wird gerade Tag, das trifft sich ja geil. Wir sollen diesen Weg. Nein, wird gar nicht Tag, oder doch? Wir sollen diesen Weg hier folgen. Dann kommen wir zu Schloss Hyrule, das wir schon da vorne sehen. Aber da kommen wir leider in der Nacht nicht hin. Komm, jetzt sterbt ihr mal. Das sehe ich nicht ein. Bam. Ich habe ja letztes Mal schon Leben verloren und jetzt nicht mehr. Da kommen wir in der Nacht leider nicht rein in das Schloss, aber beziehungsweise überhaupt auf den Marktplatz. Da müssen wir jetzt auf den Tag warten. Hey, nice, ein Robin. Mann. Okay, denn hier, jetzt geht das Tor auf. Wir können endlich in den Kern von Hyrule. Und zwar in die Stadt, beziehungsweise in das Dorf. Nice. Okay, wo sind wir jetzt hier? Schau mal hier drin nach, was hier drin ist. Ja, kannst du bitte reingehen? Ja, danke. Okay. Bisschen viel Rubine. Okay. Okay, das läuft. Das läuft. Mit dem Rubin läuft es. Okay, noch mehr Rubine und sogar ein Herz. Was wir eh brauchen. Wie viele Rubine können wir eigentlich aufsammeln? 100, glaube ich. Keine 50. Wir haben sofort, ich glaube, wir haben von Anfang an eine 100er Beutetasche. Das kann ich ja nicht zerstören. Nein. Okay, bekommen wir jetzt noch etwas? Ja oder nein? Nein, bekommen wir nicht. Also gehen wir jetzt hier weiter und wieder raus. Ja, wir mal sagen, es läuft. Okay, weiter. Okay, jetzt sind wir hier auf dem Marktplatz. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt keine Pause und laufen einfach gleich mal durch zu Schloss Hyrule. Können wir alles noch später machen. Schloss Hyrule. Und da oben ist wieder die Eule gewesen. Da oben. Aber nicht reden, please. Oh. Chris, hier entlang. Die Prinzessin befindet sich im Schloss. Doch hüte dich vor den Wachen. Sie dürfen dich nicht sehen. Wisse. Hier auf diesem Grund nimmt die Zeit ihren gewohnten Lauf. Besuchst du jedoch eine Stadt oder die
der Ranch steht die Zeit still. Wenn du möchtest, dass die Tageszeit sich ändert, musst du die Stadt verlassen und zu späterer Stunde wiederkehren. Geh nun und hüte dich vor den Wachen. Muss ich meine Worte wiederholen? Nee, musst du nicht. Du scheinst die Gabe der Weisheit zu besitzen. Viel Glück. Bedeutet, wir sind also weise. Wir sind ziemlich weise. Komm hier jetzt durch? Oder wer bist du? Oh, ein Wache. Ich würde hier gerne durchgehen. Also, du sagst, du willst Prinzessin Zelda sehen. Wie? Du bist bestimmt im Ort von ihr gehört und willst sie jetzt unbedingt kennenlernen. Nun, geh heim, verschwinde. Einem wie dir würde die Prinzessin niemals Audienz gewähren. Okay. Geh ja schon. Und was ist hiermit? Hä? Fährt weit zu hoch? Na dann halt. Komm, come on. Please, 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 Hexer. Ich bin ein Hacker. Ja, jetzt können wir hier hoch. Ja, wir können dich einfach austricksen. Was für ein Opfer. Oh, da ist auch jemand. Der muss hier jetzt runter. Und könnt jetzt hier raus. Komisch, aber ja, okay. Jetzt sind wir hier. Er sieht uns nicht. Das läuft. Hat. Es sind auch Leute. Hey, Kleiner, halt, stehen bleiben im Namen des Königs. Boah, jetzt hat er uns ernsthaft gesehen. Boah, wo muss ich denn hier lang? Dachte, er sieht uns nicht, wenn wir hier gehen. Hey, das ist ein Mädchen. Wer bist du? Wow, deine Kleidung. Wo trägt man denn sowas? Du scheinst nicht von hier zu sein, oder? Woher kommst du? Oh, du bist ein Feenjunge aus dem Wald? Ich bin Marlon. Meinem Vater gehört die Lonlon Farm. Vater ist zum Schloss gegangen, um dort Milch abzuliefern. Doch bisher kam er nicht zurück. Okay. Vielleicht treffe ich ihn ja. Ich kann ja mal sagen, dass du hier wartest. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Also hier können wir auf keinen Fall rüber. Okay, hier steht jemand. Das ist mal ganz vorsichtig. Hier oben steht auch jemand, stimmt's? Wie wäre es, wenn wir jetzt hier hingehen und hier hoch? Okay, wir sind vorbei an den Wachen. Wir haben die Wachen ausgetrickst. Jetzt sind wir... Oh nein, da steht noch jemand. Sollen wir denn nur... Da kommt man auch hoch. Hoffentlich siehst du uns nicht. Nein, tust du nicht. Können wir auch hier auch hoch. Oh, nice. Und jetzt können wir hier... vorbei und jetzt haben wir jetzt die Wache ausgetrickst. Weil wir jetzt... Okay, hallo. Okay, aber hier ist nichts. Schade. Ist jetzt schnell vorbei. Okay, hey Kleiner, halt, stehen bleiben im Namen des Königs. Okay, er hat uns gesehen. Er wundert mich jetzt eigentlich, aber egal. Nein, ich will dich nicht anvisieren. Bist du dumm? Ich würde gerne hoch. Nein, nicht hier. Du singst ein schönes Lied. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Willst du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen und macht irgendwo ein Nickerchen. Es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich.
Bewahre es warm und sorgsam auf. Du wirst es gebrauchen können. Und was? Ein seltsames Ei erscheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert. Ja, ich kann fliegen. Oh. Vielleicht hilft es uns ja. Überhaupt, dass wir jetzt hier ins Schloss kommen. Auch jetzt mal hier runter. Es hat uns wieder mal keiner gesehen. Es läuft, läuft, läuft. Die Nase läuft mal wieder. Okay, denn hier können wir ja nirgends drüber. Okay, da stehen auch Wachen überall. Ich mache jetzt hier mal einen größeren Umweg, weil ich mich jetzt nicht irgendwie nicht traue, zu nah daran zu gehen. Und jetzt hier wieder hoch. Okay, und vielleicht... Okay. Nein. Oh Gott, jetzt, sorry. Es tut mir jetzt leid, es tut mir jetzt sehr leid. Ja, nice. Vorhin mal eine gute Idee. Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Wir legen es mal auf unten. Was? Ein Küken! Es sieht ganz aus, als würde dieser Gegenstand hier nicht benötigt. Ach so. Ich glaube, ich verstehe es. Muss ich hier etwa ins Wasser? Nee, seht ihr mich nicht hier. Schlauen, schlauen Wachen. Nicht. Ja, wir bekommen hier sogar ein paar Rubine. Aber hier kommen wir nicht weiter. Jetzt hier raus. Oh, nice. Mal sagen, es läuft. Ja. Was? Was zum Teufel? Kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Nö, kannst du bitte weggehen? Hallo, wer bist du? Also ich bin Talon, Besitzer der Lanlan Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch zu liefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Malan sucht nach mir. Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Oh weia, das läuft nicht gut. Ich muss sehr schnell zu ihr. Oh mein Gott. Run as fast as Sonic can. Dankeschön. Jetzt? Ich erstmal versuche das jetzt irgendwie hinzubekommen. Denn wir wollen ja ein Schloss. Stimmt. Ja, schieben. Schieben, 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 schieben. Alles klar. Und jetzt können wir hier noch immer nicht hoch. Nein. Aber wir können jetzt... Ja, kannst bitte rausgehen. Danke. Aber... Was haben wir dann? Die zweite Kiste. Natürlich, dass wir sie draufstellen können. Ja, ich würde sagen, ja, in diesem Part ist es ein bisschen dumm gelaufen, aber im nächsten Part wird mal wieder sehr viel über die Story erzählt. Wir werden sehr viel Neues erfahren. Ich hoffe... was rede ich? Der Part ist doch gar nicht vorbei, aber auf jeden Fall... Ja, ich hab's gewusst. Und vier hier hoch. Und hier kommen wir jetzt ins Schloss. Das ist auch das Triforce. Wie die Dekobaum schon gesagt hat, es wird oft auf... Okay, wo kommen wir jetzt hier hin? Hier kommen wir jetzt gar nirgends hin. Okay. Oh. Okay. Müssen uns jetzt an denen vorbeischleichen.
Oh-oh. An mir vorbei. Geh weiter. Ja, gut. Sind schon zwei, okay. Komm, geh weiter, please. Bitte schau mich nicht an, tschüssi. Oh. Können wir jetzt hier oben rüber? Bitte? Ja. Gott, war's knapp. Jetzt bitte weitergehen. Komm, geh weiter. Ja, gut. Weiter. Jetzt müssen wir ihn hier nachgehen. Ein bisschen. Nö, gar nicht. Wo ist der? Oh lol, der läuft gleich ne. Ach so, das sind wieder zwei. Ach so. Jetzt sind wir schon. Ja, wo sind wir jetzt? Oh, jetzt kann ich euch kurz mal ein Easter Egg zeigen. Nämlich, man sieht es schon, hier drinnen sind Bilder von Mario, Peach und Yoshi. Und hier... ist ein ganz böser Mann. Wir haben leider derzeit keine Deko-Kerne, sonst könnten wir hier reinschießen und dann würde ja noch etwas kommen. Aber ja, tut mir leid, würde man sagen, wer bist du? Hallo? Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? War eigentlich ganz easy, aber... Oh, was ist das? Das ist... eine Fee? Dann kommst du... kommst du aus dem Wald? Du hast nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine diesen funkelnden, grünen Stein. Nun, hast du ihn dabei? Ja, natürlich habe ich ihn dabei. Wie ich mir dachte... Ich hatte einen Traum. Darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäßig vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Wie lautet dein Name? Ich bin Chris. Ich fühle etwas. Chris. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. So sei es, Chris. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen. Doch, ne Spaß, okay? Dies ist die Legende. Das Triforce vereinte die Kraft der drei Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Ja, das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in den Händen hält. Oh. Ein rechtschaffenes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt.
Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. Das Triforce ist also in der Zitadelle der Zeit? Okay. Nice to know. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja, sicher. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum. Die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ja, gerne. Ist es Ganondorf? Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Oh. Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß. Ja, ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ich glaube dir. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Chris, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ja? Ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn gebrauchen können. Und da erhalten wir Zeldas Brief. Ja, ich weiß. Danke, danke, danke. Und der Part ist wieder Überlänge. Nice! Und damit würde ich sagen, war's das für den Part. Daumen hoch für den extra langen Part diesmal. Wenn wir sagen, tschüssi und bis zum nächsten Mal bei The Legend of Zelda Ocarina of Time. Und wer bist du? Das werden wir im nächsten Part erfahren. Tschüss.